Hallöchen und willkommen zurück bei Erben der Erde. Ja, ich befinde mich hier ganz alleine und auf mich gestellt in der Wildnis. Aber ich habe schon eine ganze Menge Freunde gefunden. Da wäre zu einem Kailas, der Händler. Es ist ein ziemlich netter Typ, der hängt hier in der Wildnis ab. Und hier ist das Dorf der Katzen. Und da, die Anführerin der Katzen, Proba, die hat eine Tochter, Mirz, die ist schwer krank, hat Fieber. Und ja, ich denke, ich muss hier irgendwie ein Heilmittel auftreiben oder so. Ja, also geht's mal weiter hier in die Wildnis. Okay, hier ist schon mal nichts. Alles klar, aber ich habe da oben irgendwie ein kleines Häuschen gesehen oder so. Mal gucken, ob ich hier da durchkomme. Hier war noch eine Wildnis? Die Waldlichtung. Ich glaube, hier war ich schon. Na gut, dann hier wieder raus. Da oben, da ist irgendwie so eine kleine Hütte. Oder was das ist. Mal schauen. Okay. Eine Hütte. Aha. Ja, so, sieht ja ganz nett aus. Ich glaube, da ist jemand. Aha. Okay. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ich sagte, hau ab! Ihre Gastfreundschaft ist nicht gerade umwerfend. Was? Hey! Entschuldigung, ich brauche einen Doktor. Könntest du mir vielleicht den Weg zu einem in der Nachbarschaft sagen? Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! Erstaunlich, nicht einmal meine Notlage interessiert sie. Verrückte alte Katze. Eine Katze? Eine alte Katze? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das Elaras Schwester ist. Die soll auch hier in der Wildnis irgendwo leben. Na komm, kann doch nicht sein. Entschuldigung, ich brauche einen Doktor. Könntest du mir vielleicht den Weg zu einem in der Nachbarschaft sagen? Hau ab! Aber das ist ein Notfall. Es geht um Leben und... Was ist los? Bist du taub? Ich sagte, hau ab! Erstaunlich, nicht einmal meine Notlage interessiert sie. Verrückte alte Katze. Tja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das ist. Ich habe ja den Brief hier. Den muss ich für Elara überbringen. Ja, genau. Ja, vielleicht kann ich das da durch das Loch tun, hier den Brief. Ich weiß, ich schiebe den Brief unter der Tür durch. Ja. Sie wird ihn lesen und mich hereinlassen. Letztendlich ist sie eine Katze. Und ihre Neugier wird sie überwältigen. Oh. Oder auch nicht. Okay. Ugh, das ist doof. Ja. Komm schon, Mensch. Hier unter die Tür. Komm. Wenn man beim ersten Mal keinen Erfolg hat, muss man den Schlitz unter der Tür zuhalten. Aha, genau. Hat auch nicht funktioniert. Ich habe scheinbar eine Öffnung vergessen. Ach, ey, so ein Mist. Kann nicht wahr sein. Oder soll ich ihr den Brief vorlesen? Öffne Brief? Na. Es gehört sich nicht, die Post anderer Leute zu öffnen. Nee. Tja, dann weiß ich auch nicht. Seltsam. Ja, wenn sie nicht will, dann will sie nicht. Tja. Dann gehe ich wieder raus. Vielleicht erfahre ich ja noch irgendwo anders, wer das ist. Gut, dann geht's hier noch über die Brücke.
Und Ende. Nee, mehr gibt's hier anscheinend gar nicht. Oder geht's hier noch weiter? Nein. Tja. Habe ich hier irgendwas übersehen? Geht's hier an der anderen Seite noch weiter? Nee. Hier ist auch keine Brücke. Nein. Und übers Wasser komme ich nicht. Natürlich nicht. Nein. Ja. Aha. Hier ist das Katzendorf. Ja, und hier geht's wieder zurück. Nein, ich muss da irgendwie an dem Haus weiter. Da muss es doch irgendeinen Trick geben. Na komm, eine Chance gebe ich ihr noch. Benutze Brief von Elara mit... Na, jetzt geht's nicht mit der Tür. Doch, da, mit Tür. Komm, noch einmal. In Ordnung. Wenn es das ist, was du willst. Na los, versuche den Brief jetzt herauszuwerfen. Hoppla. Ein Brief von Elara. Es ist Ewigkeiten her, dass ich von ihr hörte. Ich schätze, sie ist immer noch in diesen heiligen Kram verwickelt. Sie hatte schon immer was für diese Zauberei übrig. Ja, sie... Aber was ist mit dir? Du bist bestimmt nicht den langen Weg gekommen, nur um mir diesen Brief zu bringen, oder? Nein, ich bin auf der Suche nach... Wo sind meine Manieren? Möchtest du etwas zu essen? Armes Ding, du musst halb verhungert sein. Komm herein und erzähle mir von dir, während ich uns einen kleinen Imbiss mache. Nun gut. Und setz dich gerade hin. Junge Leute müssen auf ihre Haltung achten, sonst bekommst du Hängeschultern, wenn du in meinem Alter bist. Das möchtest du doch nicht, oder? Nein, ich... Nun, dann ist es ja in Ordnung. Fahre fort. Erzähle mir von dir. Was machst du hier? Ich suche nach der Sturmkugel, die aus dem Tempel des Heiligtums gestohlen wurde. Ich sah den Rauch aus dem Kamin aufsteigen, da entschloss ich mich, hier Halt zu machen. Das ist gut, dass du das getan hast. Sonst hättest du dich sicherlich verirrt. Liebe Güte, da hattest du aber ein schönes Abenteuer, oder? Ja. Und ich fürchte, es ist noch nicht vorüber. Nun muss ich einen Doktor für Brauers Tochter finden. Ich fürchte, dass sie nicht länger durchhält. Ich kenne keine Doktoren in dieser Gegend. Jedoch gibt es noch ein paar alte Hausmittel, die wir viele Jahre lang benutzt haben. Und die helfen? Kind, diese Rezepte existieren schon viel länger als diese neumodische Medizin. Sie sind großartig. Aha, okay. Ein Hausmittel. Kannst du mir das Hausmittel geben? Natürlich. Ich kann es für dich herstellen. Zuerst brauchen wir etwas Honig. Honig? Ich will sie heilen, nicht versüßen. Der Honig wird ihr das Fieber nehmen. Ich gebe dir eine Schale, wo du ihn reinfüllen kannst. Das hilft gegen ihr Delirium? Sobald das Fieber weg ist, wird das Delirium nachlassen. Okay. Honig. Was ist mit dem Schmerz? Wir werden Katzengras in die Salbe tun, um den Schmerz zu lindern. Du musst außerdem einen Tee aus diesem Gras machen. Der wird als Beruhigungsmittel wirken.
Okay. Womit kann ich die Wunde heilen? Ist sie offen? Ja, das ist sie. Dann brauchst du noch Nadel und Faden, um sie zu nähen. Ach du meine Güte. Die Wunde zunähen? Oh, ich glaube nicht. Du musst dich eben zusammennehmen. Wenn die Wunde nicht vernäht wird, wird keine der anderen Zutaten wirken. Ach du meine Güte. Wo kann ich diese Zutaten finden? Honigbienen bauen ihre Stöcke meistens in hohle Bäume. Katzengras wächst in feuchten Gegenden. Suche an Seen und Flüssen danach. Schau dich einfach um. Und Nadel und Faden? Das wird etwas schwieriger werden. Leider habe ich sowas nicht selbst, sonst würde ich es dir geben. Vielleicht kannst du sie in einem Dorf oder von einem reisenden Händler bekommen. Und das ist alles, was ich brauche, um sie zu heilen? Du liebe Güte, nein! Das sind nur die Zutaten, die ich nicht hier habe. Finde diese Zutaten und bring sie zu mir. Dann stelle ich dir die Salbe her. Okay, das klingt doch gut. Alles klar. Dann mache ich mich am besten auf den Weg. Ich muss noch ein Leben retten, Freunde aus dem Gefängnis befreien und die Sturmkugel finden. Alles in allem ein recht ausgefüllter Terminkalender. Dann mal los mit dir. Wenn du zurückkehrst, fertige ich die Salbe an und schicke dich auf deinen Weg. Dafür werde nicht nur ich dir dankbar sein, sondern der Stamm der Wildkatzen ebenfalls. Ich komme wieder, so schnell es geht. Tja, okay. Also, Honig brauche ich, Katzengras und Nadel und Faden. Ja, also wo ich Nadel und Faden kriege, weiß ich zufällig. Bei Kailas Honigfuß. Genau. Der hatte sowas nämlich im Sortiment. Mal gucken, was er dafür haben will. Wo war der noch? Der war doch irgendwo da unten. Na, ich gucke erstmal da oben weiter. Ach ja, hier geht's ja nicht weiter. Hier ist ein Gebirgsfluss. War der gerade schon da? Okay. Ja, nett. Ja, ist klar, natürlich. Das Katzengras. Ja, okay. Ja, das hat sie ja gesagt. Das hat sie gesagt. Ich soll an Flüssen suchen. Sieht nach Katzengras aus. Ja, okay. Nimm Katzengras. Mensch, das ging ja echt einfach. Das haben wir schon mal. Interessanter Geruch. Ja. Gut. Gibt's hier sonst noch was? Nö. Aber hübsch ist es hier. Prima. Gut, dann suche ich jetzt den Kailas. Ja, hier geht's nicht weiter, ne? Nein. Gut. Dann auf. So, Nadel und Faden und Honig. Hier ist eine Waldlichtung. Ja, hier ist er nicht. Schauen wir mal hier unten nach. Hier war doch auch noch eine Waldlichtung, oder? Ja, da hinten. Ja. Hier auch nicht. War der nicht da? Naja. Nun gut, dann schaue ich mal weiter. Hier unten ist ja das Katzendorf. Ja. Und hier über die Brücke. Ja, da oben ist noch eine Waldlichtung. Na,
Na, hier ist er auch nicht. Mensch, wo treibt er sich denn jetzt rum? Naja, aber die Wunde nähen, das ist schon ganz schön hart. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Da ist noch eine. Oh, ein Eichhörnchen. Aber kein Kailas. Tja. Was haben wir hier? Oh, eine Eiche. Hurra, Bienen! Und wenn ich mich nicht täusche, sind das sogar Honigbienen. Das bedeutet, dass da Honig im Baum sein muss. Haha, gut. Ja, wie kriege ich die Bienen denn da jetzt weg? Was haben wir denn hier? Zweige. Aha. Okay. Diese Zweige sehen aus, als ob sie leicht brennen würden. Jo, Mensch, da habe ich doch direkt eine Idee. Ich habe da einen Feuerstein dabei. Okay. Dann probiere ich das mal. Nee, so nicht. Benutze trockene Zweige. Nun habe ich genug Zweige für ein Feuer. Oh. Alles, was ich brauche, ist ein Funke zum Anzünden. Ja, prima. Benutze Feuerstein mit Zweige. Wenn ich noch etwas Stahl und etwas Brennbares hätte, könnte ich ein Feuer machen. Okay, ja, das ist Hinweis genug. Ich habe auch hier den Eisenlöffel. Gut, also benutze Eisenlöffel mit Feuerstein. Ja, perfekt. Fliegt hinfort, kleine Bienen. Ich nehme eine kleine Portion des goldenen Schatzes und führe sie einem guten Zweck zu. Ja, super. Okay. Der Honig gehört mir. Ja, kann ich den jetzt hier in die Schale reintun, oder was? Benutze Schale mit Bienenstock. Ja. Super. Da ist nichts Besonderes dran. Ja, voller Honig. Alles klar. Dann mal weiter. Ja, jetzt habe ich den Honig und das Katzengras. Jetzt brauche ich noch Nadel und Faden von Kailas. Aber wo treibt er sich denn rum? Was ist das? Elsige Schlucht. Aha. Oh oh. Das sieht aber ungesund aus. Sehr ungesund sogar. Ich möchte da nicht gern herunterpoltern. Nee. Aber ich habe doch hier mein Seil. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das von dieser Seite etwas nützt. Ja, warum nicht? Das ist viel zu weit für mich. Nimm Seil. Da ist nichts Besonderes dran. Benutze Seil. Ich glaube nicht, dass das von dieser Seite etwas nützt. Nee. Tja, schade. Da komme ich wohl nicht rüber. Jedenfalls nicht von dieser Seite, wie es scheint. Okay. Eine Schlucht. Ah, da ist noch eine Waldlichtung. Vielleicht ist Kailas da. Ja, da ist er. Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Okay, ich brauche Nadel und Faden. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich brauche Nadel und Faden. Ich möchte gerne Nadel und Faden kaufen. Eine kluge Wahl, die kosten nur 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Das ist zu viel für mich. Dann hast du vielleicht etwas zum Tauschen? Alles, was ich bei mir habe, ist...
Das Einzige, was mich interessiert, ist der Goldring. Ich würde sagen, der ist 10 Goldstücke wert. Oh, Mist, der meint diesen Wolfskopfring. Tja. Ja, ich weiß nicht, soll ich den hier eintauschen? Nachher ist das hier eine Sackgasse. Tja. Zeige mir, was du sonst noch zu bieten hast. Ich glaube, ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Ich speichere hier erstmal zwischen. Weil nachher ist es eine Sackgasse und dann habe ich ein Problem. Also mache ich hier mal lieber einen Spielstand. Okay. Besser ist das. Okay. Also, dann nochmal. Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Jo. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich hätte gern Nadel und Faden. Ich möchte gerne Nadel und Faden kaufen. Eine kluge Wahl. Die kosten nur 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Ja. Das ist zu viel für mich. Ich bin immer noch an deinem Goldring interessiert. Ja, okay. Dann tausche ich den mal. Du bist ein sehr merkwürdiger Geschäftsmann, junger Fuchs. Allerdings. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Gut. Okay. Jetzt habe ich alles. Nur kein Goldring mehr. Naja. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles, um Babas Tochter zu heilen. Beziehungsweise mir erstmal die Salbe herstellen zu lassen von Elaras Schwester. Und das mache ich jetzt auch erstmal. So, hier über die Brücke. Oh, hier runter. Und hier rüber. Genau. So, dann war hier oben das Haus von Elaras Schwester. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du bis jetzt gefunden? Ja, alles, würde ich sagen, ne? Gib Katzengras an Alama. Gut, du hast alle Zutaten. Ich werde sie jetzt im richtigen Verhältnis mischen, dir erklären, wie man sie anwendet und dich auf den Weg schicken. Du hast meinen Dank und den der Anführerin der Wildkatzen dazu. Die Anführerin der Wildkatzen und ich respektieren uns schon sehr lange. Sag ihr, dass ich ihre Tochter in meine Gedanken einschließe. Gut. Okay, sag ich ihr. Mal los. Da ist nichts Besonderes dran. Die Heilsalbe. Dann mal zurück zu den Katzen. Und die arme Mirps heilen. So. Das war doch hier unten, nicht wahr? Ja. Genau.
Griff, Fuchs, ich habe Befehl, dich passieren zu lassen. Gut. Hast du mir noch was zu sagen? Nö. Was sollte das denn jetzt? Fehl dich passieren zu lassen. Ja, bitte. Geht's hier lang? Ich will doch zu dem Dorf. Hallo? Ach ja, hier oben lang. Genau. Genau, hier war's. Brauer, ich glaube, ich habe das Gegenmittel. Gib Heilsalbe an Ova. Ich hoffe, dass das hilft. Ja, benutze Heilsalbe? Nee. Benutze Topf mit Heilsalbe mit... Mit Feldbett? Nee. Das ist bereits in Gebrauch. Ist klar. Gib Heilsalbe an Mirp. Die Wunde ist vernäht und die Salbe aufgetragen. Hui. Ich glaube, sie wird sich erholen. Die Medizin wird sehr bald wirken. Mutter! Mutter! Bist du es? Ja! Oh ja, Mirp! Endlich haben wir wieder einen Grund, im Dorf zu feiern. Dein Volk weiß wirklich, wie man feiert, Brauer. Natürlich, denn meine Tochter Mirp lebt. Du hast dir ewigen Dank verdient, Riff. Wie können wir dich jemals belohnen? Meine Freunde werden von Prinz und seiner Hundewache gefangen gehalten. Ich muss sie befreien. Wenn ihr mir helft, würde ich die Schuld als bezahlt ansehen. Was hast du im Sinn? Wenn mein Plan erfolgreich ist, wird es kein Blutvergießen geben. Die Hunde werden nicht einmal wissen, dass ihr da war. Es ist vollbracht. Das Betäubungsmittel ist im Essen. Alles Weitere liegt an dir. Sehr gut. Jeder Hund, der das Mittel isst, wird für mindestens 3 Stunden schlafen. Genug Zeit für mich, um meine Freunde zu befreien. Aber das Schlafmittel ist nicht sehr stark. Du musst sehr leise sein, wenn du die Hunde nicht wecken willst. Ich muss es probieren. Es ist der einzige Weg, meine Freunde zu retten. Wir wünschen dir viel Erfolg. Ja, super. Mensch, das ist ja super. Ja, dann mal los, was? Ja, dann schauen wir mal. Oh nein, ich hab's geahnt. Es ist ein Irrgarten. Gut, Puffy, Nump, was ist das? Spots Fressnapf, was ist das? Pals Fressnapf und Prinz Fressnapf. Ja, das heißt, die schlafen alle. Schemp, Puffy, schön. Ja, das ist doch mal nett. Wunderbar. Ja, dann gehe ich mal hier weiter. Ein verfluchter Irrgarten. Tja, so wirklich gefällt mir das aber nicht. Das ist ja auf jeden Fall die Außenwand. Weil da ist ein Fenster. Ja, macht Sinn. Nee, hier ist auch ein Fenster.
Geht's nach rechts und nach links? Ja, komm, nehm ich mal hier lang. Oh, okay, Sackgasse. Dann geradeaus, genau. Ich glaube, da bin ich gleich einmal rumgelaufen, oder? Ah, der Thronsaal. Ja. Ach, wie ausgestorben. Gut. Wandbehang. Da ist nichts Besonderes dran. Da ist nichts Besonderes dran. Kronleuchter, das ist der Thron, ja? Und Fenster. Da ist nichts Besonderes dran. Tja. Okay. Der Thronsaal also. Oh, Mist. Linker Gang und rechter Gang. Wo bin ich denn reingekommen? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich geh mal hier weiter. Gut. Dann hier weiter. Alles klar. Aha. Oh, das ist hier ganz schön verwirrend. Ich glaube, ich versuche mal diesen Gang hier. Hier ist der Mond. Ja, irgendwie muss ich mich hier orientieren. Vielleicht male ich das mir am besten mal auf. Tja, mal sehen.